Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio. Ich habe jetzt halt hier angehalten. In den letzten Part habe ich ja mal versucht, die Zugsignale vernünftig zu stellen. Es ist jetzt gerade ein Zug im Bahnhof. Da habe ich jetzt erstmal drauf gewartet und der andere Zug von unten ist auch gekommen. Und wie ihr sehen könnt, er hat angehalten. Der Zug oben wartet oder entlädt gerade noch. Na? Jetzt hängt er am Baum. Jetzt fährt er los. Sollte durchfahren. Ja. Und es funktioniert. Yay! Schön. Ich war da drin. Naja, es geht. Es geht. Alter, die entladen doch ganz schön schnell. Das ist schon krass. So, ja. Wie sieht es denn überhaupt jetzt grundsätzlich mit unserer Ölversorgung aus? Müsste ich mal gucken. Ja, Eisen haben wir auf jeden Fall noch. Erstmal jedenfalls, erstmal noch genug. Hier hatten wir die neue Batterieproduktion. Ja, aber wie ihr sehen könnt, das reicht immer noch nicht aus. Na, also hier füllt sich gar nichts. Also prinzipiell ist das eigentlich immer noch zu wenig. Oder der Weg ist zu lang, was auch immer. Vielleicht mal ab und zu unterwegs. Ja, aber das wird ja auch so schnell eigentlich in das System reingepumpt. Also daran dürfte es eigentlich nicht liegen, dass das hier zu langsam ankommt. Es wird ja alles hier in das System reingepumpt. Und die Leitungen sind leer. Also prinzipiell eigentlich immer noch zu wenig, wieso auch immer. Ja, das heißt, ich müsste mir noch mehr Ölfelder suchen. Ne. Nee. So, haben denn meine Satelliten, mein Radar mal wieder so ein bisschen was gefunden? Mal ein bisschen größeres Ölfeld wäre mal schön. Oh, aber so wie es aussieht, nicht. Naja. Das da oben müsste ich normalerweise. Ja, das habe ich schon. Wie gesagt, was ich jetzt noch allerhöchstens machen kann, damit mal ein bisschen mehr kommt, die Dinger hier aufbessern. Nein, das war Forschung. Ja, mal gucken. Nein, ach, Kiste, Mann. Was braucht man denn dafür nochmal? Rote und die normalen. Eine ganze Menge Rote brauchen wir. Oder ob ich da mal ein Speed-Modul reinsetze? Dafür brauche ich aber auch Rote. Hier schon welche reingesetzt.
Naja, gut. Sollen wir hier mal kurz ein bisschen Plastik für mich aufheben. Ich nehme noch mal ein, zwei Satelliten mit. Radare mit. Eins stelle ich mal kurz da hinten auf. Das weiß ich bloß nicht, ist das der? Ja, da ist das Dunkel. So, jedenfalls hier wollte ich nochmal ein Radar aufstehen. Na komm. Oder mal ein bisschen weiter oben. Na komm, stellen wir es hier auf. So. Das war knapp. Jetzt bin ich hinten im Waggon drin, okay. Naja. Hui. Ja, die Zugstrecke haben wir ja in den letzten Parts. Da habe ich schon mal. Ah. Naja. Da unten eine. Jetzt muss ich mal gucken, wo das war. Irgendwo war doch eine Öl. Dingens aufgestellt hatte. Jetzt sind wir wieder fest. Wieso steht das hier hinten schon wieder still? Ist die leer oder was? Ich wollte gerade sagen, bin ich ein Vollhonk. Da. Die Leitungen sind komplett voll. Die sind so komplett leer. Sind sie noch komplett voll. Da auch noch. Aber hier noch. Hä? Sind sie komplett leer? Wieso? Okay. Da habe ich total Mist gebaut. Nur komm schon. Naja. Ja, aber das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Sollten die hinten aber auch wirklich wieder. Mann! Hab ich mich da verbaut? Das gibt's doch gar nicht. Ach man, ja, jetzt sollten die hinten auch wieder arbeiten. Ja. Das Ölfeld habe ich ja schon. Ich hoffe, dass die Radare jetzt ein bisschen. Mal was aufdecken. Da könnte ich nur eins aufstellen.
müsste ich aber erstmal nochmal eins bauen. Ja, tut mir auch leid, Leute. Aber ja, wir müssen das ja machen. Kaum lasse ich mal Fenster auf. Wo ist der Scheißradar? Ja, kaum lasse ich das Fenster auf. Fahren hier die ganzen Autos lang. So, baue ich hier auch nochmal einen auf. So. Okay. Ja, jetzt bleibt mir halt nur noch was übrig. Die momentanen Ölpumpen, soweit es geht, ja, zu verstärken, zu verbessern. Naja. Ja, ich bin dann überlegen, ob ich... Naja. Ob ich, Muspeed-Module reinbauen sollte, oder... Bringt das schon ein bisschen mehr? Naja, eher nicht. Oder? Plastik. Jetzt kann ich doch bestimmt wieder ein paar Module bauen. Zwei Stück. Was? Ja, super. So, ja, Leute, ich mach gleich Feierabend, keine Bange. Aber sie laufen trotzdem immer noch nicht. Alle. Dachte ich mir schon. Ja, wieso habe ich das gerade abgebrochen? Weil, ja. Gut. Bin ja auch blöde, ne? So viel Holz im Inventar, ja, das gibt's nicht. Ah. Ja, aber das hat sich wenigstens richtig schön gestaut. Das staut sich auch. Ja, es liegt jetzt alles an diesen
blöden Plastik. So, ich habe doch gerade noch eins gesehen. Ja, so viel Speed hat das jetzt aber auch nicht gebracht, ja. Geschwindigkeit 1. Herstellungsgeschwindigkeit 5 plus 15%. Oh. Gut, aber ihr seht ja jetzt schon so ein bisschen den Unterschied. Wenn ihr hier mal drauf achtet und da mal drauf achtet, ist das schon. Kannst du das schon fast sagen? Doppelt so schnell. Naja. Ja, jedenfalls, Leute. Soll es das erstmal wieder gewesen sein für heute. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich trotzdem freuen. Ja, würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.